Wenn man sich's genau überlegt, ist das Telefon eigentlich ja schon eine verrückte Erfindung. Man trüllt dann Scheibe und schon kann man mit jedem Mensch auf der Welt, wo so einen Apparat hat, schwätzen. Das ist natürlich schon sehr bequem, aber manchmal ist ja schon lästig. Ich kann euch verraten, dass das Telefon in dieser Geschichte wirklich lästig ist, auf jeden Fall für den Pumuckl. Und das ist es so. Gewesen. Wie fast in jedem Beruf es auch für den meisten Räder Zeiten, wo man von lauter Arbeit nicht aus und die und dann wieder der Zeiten, wo die Aufträge sozusagen nur so tröpfelt. An so einem flauen Tag hat der Meister Eder zum Pumuckl gesagt, «So, jetzt können wir ein bisschen ausschnaufen, Im Augenblick ist so wenig los, dass wir direkt den Tag blau machen können. Braucht man da viel Farbe? Überhaupt keine. Der Tag wird ganz von allein blau, wenn man nichts tut. Es so, wie man von Kälte blau wird, wenn man da anlegt. Ja, ja, so ähnlich. Was meinst du? Wenn wir zwei Morgen mal in den Zoo gehen würden. In den Ja, da Dort gibt's Leuen und Bären und Elefanten und Seehunde. Also, ein Seehund würde ich schon gerne sehen. Aber ein Loi ist doch gefühlt gross. Und wenn der Hunger hat, dann ist er doch schrecklich fräsig Und meint vielleicht, ich sei besser. Ja, hast du denken. Da musst du keine Angst haben. Erstens bist du ja unsichtbar, weil es mir noch viele andere Leute im Zoo hat. Und zweitens sind die Wilden dir all hinter Gitter. Oder es ist ein Wassergraben dazwischen. Nein, nein, Pumuckl, da kann dir nichts passieren. Aber es hat ja auch noch Rede. Drei, Uh, alle Kuppel haben gerne Und? Hase! Hassen! Oh, oh, alle Kuppeln streicheln gerne Hase! Und Giraffen! Giraffen! Oh, alle Kuppeln! Hmm... jetzt weiß ich grad nicht, was Kuppeln mit den Giraffen machen. Aber es fällt mir dann schon wieder ein. Sind die Giraffen auch liebe kleine Tiere? Ja, also lieb sind sie schon. Aber es äh, so groß, dass sie bequem Granium fressen können vom feisten Brett im ersten Stock. Du wirst staunen. Staunen dann die Leute nicht im ersten Stock, wenn ihre Kronen umgefressen werden. Weisst du, im Zoo gibt's es keinen ersten Stock Pumuckl. Oh, oh, dann sind aber die Giraffen sicher traurig. Ja, woher? Die kommen genug zu fressen über im Stall. Ist meine höchste Zeit, dass wir mal miteinander den Zoo gehen? Oh ja, dann gehen wir jetzt aber ganz schnell, Ganz schnell, gerade jetzt auf die Stelle. Heute ist es spa. jetzt, jetzt gehen wir. Nein, nein. Wir gehen morgen am morgen und nehmen etwas zu essen mit. Dann können wir bleiben, bis wir alles gesehen haben. Uh, oh, bis wir alles gesehen haben. Ui, ui, ui. Löwen und Bären und Elefanten und Passe und Rehe und Giraffen und... Und Daffen und Papageien und Zebra und überhaupt.